Hindernisspringen mit Pferden macht einen Riesenspaß. Und ich würde sagen, auch das Pferd kann daran große Freude haben. Ich dachte immer, dass nur ausgebildete Experten Pferden das Springen beibringen können. Aber inzwischen bin ich der Meinung, dass jeder sein Pferd zu einem sicheren und willigen Springpferd ausbilden kann, wenn man die Sache gewissenhaft und langsam angeht. Das Wichtigste daran ist jedoch, dass man selbst ein sicherer und erfahrener Springreiter ist. Man sollte auf keinen Fall versuchen, seinem Pferd das Springen beizubringen, wenn man selbst noch nicht richtig springreiten kann. Das ist gefährlich für Pferd und Reiter. In diesem Video wird nicht gezeigt, wie man Springreiten lernt, sondern ich zeige, wie ich mein Pferd Flora ausgebildet habe und es sich in ein selbstsicheres Pferd, das gerne springt, entwickelt hat. Ich habe auf einem kleinen, eingezäunten Platz damit begonnen, mit dem Pferd vom Boden aus zu arbeiten. Wenn ihr euch mit der Join-Up-Arbeit mit Pferden auskennt und mit eurem Pferd die Grundlagen durchgegangen seid, das heißt, euer Pferd folgt euch ohne Halfter und Führstrick, dann könnt ihr so wie ich beginnen. Lasst euer Pferd einfach hinter euch her über eine Stange am Boden gehen. Sie hat somit die Wahl, euch zu folgen oder erstmal zu gucken, wenn ihr die Sache noch nicht ganz geheuer ist. Aber wenn sie euch vertraut, wird sie euch schon bald ohne Zögern über die Stange folgen. Diese Übung ist dazu da, dem Pferd zu zeigen, dass man Hindernisse nicht umgehen muss, sondern ohne Gefahr über sie hinweggehen kann. Dann versucht das Ganze auch im Trab. Jetzt üben wir weiter an der Longe. Das Pferd wird von mir von der Mitte des Platzes aus vorwärts getrieben. Somit kann ich gut das Tempo bestimmen, mit dem sie über die Stange geht. Ziel dieser Übung ist, dass das Pferd bewusst seine Beine hebt, um über die Stange zu steigen, sodass sie nicht stolpert. Es ist unglaublich, wie viele Pferde sich ihre Beine nicht richtig bewusst sind, vor allem junge Pferde. Beim Springen spielen Körperbewusstsein, Koordination und Rhythmus eine große Rolle. Daher ist es wichtig, dass das Pferd erstmal lernt, seinen Körper bewusst und exakt über ein Hindernis zu bewegen, bevor es auch noch den Reiter tragen muss. Das Ganze haben wir dann im Schritt, Trab und im Galopp geübt. Wenn dies alles gut klappt, kann man auch schon eine Seite der Stange anheben, damit das Pferd einen größeren Schritt machen muss, um darüber zu steigen. Alles immer von beiden Seiten üben, denn Pferde scheinen es schwierig zu finden, das, was sie auf einer Körperseite gelernt haben, auf die andere zu übertragen, ohne dass sie es in der Praxis auch geübt haben. Natürlich ist es wichtig, dass die Stange jederzeit leicht herunterfallen kann, sodass sich das Pferd nicht wehtut. Wenn das gut klappt, kann man die Stange auch auf der anderen Seite anheben. Und vielleicht noch ein bisschen höher, aber nur so hoch, dass das Pferd nicht mehr einfach nur über die Stange steigen kann, sondern jetzt einen Sprung drüber machen muss. Das Wesentliche ist es, dem Pferd selbst Vertrauen zu geben. Und man sollte nicht in Versuchung geraten, die Stange gleich höher und höher zu setzen. Denn wenn das Pferd das Springen über kleine Hindernisse wie im Spiel erlernt und sie merkt, dass sie das gut kann, dann wird sie später auch gerne über immer höhere Hindernisse springen. Wir haben diese Übungen für dieses Video komprimiert. Man sollte sich dafür so einen Monat Zeit lassen. Wenn das Pferd gerne und willig über die Stange springt, ist es an der Zeit, sie weiter unter dem Sattel zu trainieren. Dazu gehen wir jetzt auf unsere Wiese, weil unser Reitplatz zu klein ist. Wir wollen ja genug Platz haben, um das Hindernis im Galopp anzugehen. Wenn euer Platz größer ist, könnt ihr auch gerne dort weitermachen. Zuerst einmal lasse ich es langsam angehen und gewöhne das Pferd im Schritt und Trab an ein kleines Hindernis. Bald schon wird sie dann so weit sein und einen kleinen Hüpfer über eine niedrige Stange wagen. Dann kann man die Stange höher legen, aber 50 cm sind hier schon genug. Putting the pole up. Quite a bit higher. 50 centimeter at the most. You can do it, Flora. Manchmal wird sie die Stange noch runterschlagen, dafür aber nicht strafen, denn sie lernt ja noch, ihren Körper plus Reitergewicht über die Stange zu tragen. What happened then? She didn't lift her hind leg.
Am wichtigsten ist es, dass man an das Hindernis in einer geraden Linie heranreitet, dass das Pferd dabei gut vorwärts geht, dass man dem Pferd beim Absprung hilft, indem man ihr eine Schenkelhilfe im Absprungmoment gibt und dass sie nach dem Sprung gut weitergeht. Und natürlich nicht vergessen zu loben. Es wird einige Monate dauern, bis das Pferd so richtig gelernt hat, den Reiter ausbalanciert über ein Hindernis zu tragen. Es muss außerdem lernen, seine Schritte richtig zu koordinieren, dass es nicht zu früh oder zu spät abspringt und ausbalanciert landet. Ich fand es sehr hilfreich, regelmäßig auf einem größeren Platz auf einem Springreitparcours zu üben, der sicher aufgebaut ist und wo die Hindernisse leicht herunterfallen, wenn das Pferd es nicht ganz schafft. Das ist sicher und beugt Verletzungen vor. Wenn das Pferd solche Hindernisparcours sicher angeht und Hindernisse ohne zu zögern oder zu verweigern springt, kann man es auch mal mit Geländehindernissen versuchen. Wir gehen dafür auf den Geländeplatz des Reitstalls hier in unserer Gegend. Ein wunderschöner Platz mit toller Aussicht. Bei Geländesprüngen handelt es sich um feste Hindernisse in einem größeren Gelände. Zum Beispiel Baumstämme, alte Reifen, Hindernisse aus Metall oder Plastik oder Erdwälle und Mauern. Man sollte sich sicher sein, dass das Pferd gut über solche Hindernisse kommt. Denn sollte sie es nicht schaffen und die Beine daran schlagen, kann sie verunsichert werden, sich erschrecken oder sogar stürzen und sich verletzen. Wenn diese Hindernisse noch neu für das Pferd sind, lasse ich sie erstmal daran schnuppern. Somit kann sie sich den Sprung schon mal genauer anschauen und ist dann nicht zu erstaunt über dessen Anblick, wenn man darauf zugaloppiert. Manchmal ist das Gras dann aber doch interessanter. Und dann heißt es einfach üben und nicht vergessen, dabei Spaß zu haben. Wir haben ungefähr ein Jahr geübt, bis wir sicher bis zu 80 cm springen konnten. Mein Pferd Flora hat schnell entdeckt, dass das Springen ja eigentlich Spaß macht und sie wollte lernen, es richtig zu machen. Ich habe sie in ihrem Eifer gefördert und sie hat sich inzwischen zu einem tollen Partner entwickelt, der mich gerne über alle möglichen Hindernisse trägt. Hier ist Flora gerade mal einen Monat alt. Inzwischen ist sie 5. Hat sie sich nicht toll gemacht? Ich hoffe, dass manch ein Reiter unter euch dieses Video vielleicht hilfreich findet. Vielen Dank fürs Zuschauen.